ihr müsst alle jetzt mich abonnieren. Nein, Scherz. Müsst ihr natürlich nicht. Das hat Leon jetzt wieder gesagt. Da müsst ihr nicht. Wenn es euch gefällt, könnt ihr es machen, sonst müsst ihr es nicht. Leon, vielleicht hast du so wenig Abonnenten deswegen, weil du mir sowas sagst. Natürlich, deswegen habe ich 150 Abonnenten. Ist richtig. Nur deswegen. Was macht denn dein Hund da schon wieder? Ich bin voll Abogeil. Der jault, oder was? Abogeil. Abogeil. Oh, die schnarcht hier. Ausdruck, aber ich glaube, der Drucker läuft nicht mehr. Den muss ich gleich nur anschalten, du. Warum? Weil ich einfach nicht in der Schule war, beim Eignungstest war und jetzt diese Einladung nochmal ausdrucken muss, damit die Schule mir das glaubt. Achso. Eigentlich können wir auch Leon jetzt um 24 Uhr aufstehen lassen, damit er mit den Hunden in der Runde geht. Muss ich nicht morgen in die Schule, Mann? Ja, das kann sein. Aber du musst auch ganz schön pissen, muss ich, sehe ich gerade mal so. Was sind so meine Wünsche? Du möchtest gerne Sportlerkarriere bekommen, zur Privatschule gehen, Job in der Wirtschaftskarriere bekommen und Job in der Medizinkarriere bekommen. Alter, ich will auch eine Privatschule, wir haben das Geld. Wir sind jung und haben das Geld. Ja, davon muss man erstmal den Typen überzeugen. Ja, das schaffen wir schon. Letztes Mal hast du ja übelst gefailt, Mann. Ich weiß. Was ist denn die für ein Klo hier? Lol, mit Schildkröten oder was? Sieht eher fast wie so ein Pokémon aus oder sowas. Oder Turtok, oder wie die heißen. Turtok. Guck mal, eigentlich... Du hast nie richtig Pokémon gespielt, merkt man voll. Ich habe bloß damals die rote Edition gespielt und die gelbe Edition. Tatsächlich. Seitdem habe ich kein Pokémon mehr angehört. Genau, wenigstens ein vernünftiger Hund hier. Der sich da ins Bett legt. Natürlich, er nimmt einfach mal den Platz von Bruno ein, ey. Aber wenn Bruno sich nicht durchsetzen kann, dafür kann ich ja nichts. Er ist ein kleiner Hund, das ist ein kleiner Welpe, der kann sich noch nicht durchsetzen. Okay, gut. Oder wenn du wieder failst bei F1. Ah, nee. Lass mich nach, ich darf das. Ja, du darfst das. Das war so geil, das Video heute. Guck ich seit langer Zeit mal wieder ein LP von dir, von F1, und dann ist es gleich super. Ach, oh, in der Nacht ist hier nichts los. Beide Hunde machen hier alles kaputt, das finde ich ja sehr schön. So kannst du dich auch machen. Gut, er wollte nicht ins Körbchen gehen, ne? Alter, die war jetzt im Körbchen. Oh, Hund! Warte mal, alles hier kaputt! Ja, echt tolle Hunde, muss ich sagen. Was ist denn hier bald schon mal schon Aufstehzeit? Lalalalalalala. Oh, da ist schon jemand rechtzeitig aufgestanden, weil er unbedingt pinkeln muss. Oh Mann. Ach so, da muss man erstmal durch das Schlafzimmer der Eltern gehen, das ist ja auch genial. Naja, also mit ja, so nebenbei was machen ist auch nicht, ne? Mystery. Was ist das dann neben links eigentlich für ein Raum? Wollte nicht solche Abstellkammer. Warum erweitern wir da nicht einfach das Badezimmer und reißen die Mauer da weg, ey? Nieder mit der Mauer! Da kommt nachher das Baby rein. Baby? Ja, weiß nicht. Du hast ja noch gar keinen geschwängert. Ja, noch nicht. So, du bist also vor in Berlin, ja? Ja. Was ist los? Kannst du hier nicht arbeiten? Wollen wir hier abspülen? Ja, aufräumen bitte. Natürlich. Was denn, Leon? Einer muss doch wenigstens hier arbeiten im Haushalt. Und das macht natürlich der Sohn. Natürlich. So, dann kannst du dich gleich mal weiter zubereiten machen.
So, sie geht auch mal gleich auf Toilette. Er macht. Ah, ich gucke erstmal Fernsehen. Du guckst erstmal Fernsehen, natürlich. Was denn sonst? Was denn sonst? Der Schulbus für Leon kommt in etwa einer Stunde. Ich sollte vielleicht noch mal was essen. Na, da, ich habe doch extra Müsli gemacht. Tatsächlich. Ja, ich denke auch an dich, Leon. Ich glaube weniger. Ich meine, dafür ist die ganze Hausarbeit machen, kriege ich nicht mal Taschengeld. Oh, wir sind schon. Komm, du darfst hier wohnen. Ach, der Postmann. Ich dachte schon, was ist das denn? Soll sich Daniel nicht mal einen Job suchen? Du siehst doch, er hat doch einen schweren Job, hat er doch. Natürlich. Vielleicht sollte er mal die Pfütze da aufwischen. Und die Pfützen. Also schon wieder zwei. Na gut, ich bin mal so frei und mach das jetzt mal. Gehst du sogar vom Fernseher weg? Ja. Danach gehst du wahrscheinlich wieder zocken, ey. Mal gucken, mal die Hunde spielen wieder. Da Job suchen. Leon kann sich doch einen Job suchen. Ich kann mir einen Job suchen als Jugendlicher? Lol. Genau, ich will auch eine Sportlerkarriere anfangen. Ah, nicht mehr. Okay, gut. Brunnen zerkaut Objekt. Guck mal, deine Wünsche haben immer was mit mir zu tun. Außer ein Baby. Ah. Mit Leon spricht, bringt er schon 500 plus Laufbahn. Oh, der Schulbus ist da. Ja, du bist auch schon unterwegs. Ach, cool. Während meine Eltern halbnackt beim Frühstück sitzen. Gehst du zur Schule? Natürlich. Jeden so, Boss, dreh dich um. Ach nee, du fährst dich mal geradeaus. Lol. Sonst hat er auch immer diese geilen Wendungen gemacht. Guck mal, Bruno guckt Fernsehen. Beide. Buddy auch. Nee, Buddy ist das zu langweilig. Scheid um. Kennst du mir zufällig hier Dino? Die mit seinem mit dem Kuscheltier, was ihn in den Dino verwandelt hat? Nee. Nee? Das hatte mir früher mein Hund immer geguckt. Dein Hund hat Fernsehen geguckt, okay, gut. Ja. Er kam immer dann oben ins Zimmer und dann lief das irgendwie mal. Das lief, glaube ich, immer sonntags früh oder so. Hat sich mal aufs Bett draufgelegt und hat sich das angeguckt. Okay. Wenn Hunde Fernsehen gucken. Also, ja, auch ein tolles 500 Abonnenten-Special. Was für 500 Abonnenten-Special? Wie ein Hund Fernsehen guckt. Musst du nur noch alte Aufnahmen ausgraben. Ne, davon habe ich leider keine Aufnahmen. Wollen wir heiraten? Ja, vielleicht. Ich stempel auch die Zeit nicht, wenn wir nicht da sind auf Arbeit. Oh Mann. Ja, das ist ja nett, dass du die Zeit nicht stempelst. Da bekomme ich ja keine Minusstunden. Muss ich einen Aktenkoffer mitbringen? Wäre schon hilfreich. Oh, jetzt sind sie schon fertig. Jetzt kann ich nicht mehr lustig erzählen darüber. Schade. Schade? Schade. Und so langsam neigt sich diese Aufnahme auch wieder zum Ende. Und ich weiß ja nicht, wenn du alleine noch aufnehmen willst. Nee, ich möchte mit dir zusammen aufnehmen, Leon. Ja. Du sagst zu einem LP Together, wa? Ja. Die Zuschauer wollen nicht sehen. Sie wollen nicht sehen, Leon. Geil, dann sollen sie mich auf YouTube abonnieren. Nein, Scherz. Ich bin irgendwie gefrustet, dass Wally so viele Abonnenten hat. Ich weiß auch nicht, wie er das schaffen kann. Und ich nicht. Na egal. 33. Alter, zahl die mir nicht so fair, ey. Ja, wir müssen dann demnächst mal hier ein bisschen ausbauen und uns dann ein Konzept mal überlegen, wie wir es machen. Expandieren. Ja, wir müssen uns das überlegen, wie wir es hier hinten machen. Wir haben ja ein paar Nächte drüber zu schlafen, wa? Das sowieso. Wir haben jetzt eben so erstmal ein paar Nächte drüber zu schlafen. Ja, ja, gut. Ich denke mal, wir machen jetzt auch hier jetzt erstmal Schluss, wie Leon gerade schon mal gesagt hat. Haben wir es auch schon mal wieder gut. Fast eine Dreiviertelstunde. Drei Folgen? Na, ich mach's mal auf 4, weil ich ja demnächst nicht so da bin. Ich muss ein paar Folgen strecken. Also, so ähnlich wie Gronkh. Genau, ich mach's ein bisschen
mache die Folgen ein bisschen kürzer, dafür ein bisschen mehr Folgen, dann habe ich wenigstens was auf Lager. Ja, gut. Und ja, ich denke mal, Leon und ich, wir verabschieden uns jetzt erstmal und so. Genau, wir speichern erstmal noch ab, nebenbei noch. Dann können wir noch die kurzen Schlussworte sagen und ja. Leon, möchtest du noch gerne was zum Abschluss sagen? Es hat mir wieder sehr doll Spaß gemacht. Ich muss sagen, ein sehr schönes Let's Play. Guckt es euch weiterhin an. Und ich sage tschüss, bis zur nächsten Aufnahme. Genau, das sage ich auch einmal. Bis dahin. Ciao, ciao. Keine Rückmeldung.